und herzlich willkommen bei RC Funfly. Ich bin hier heute in Krümse bei diesem wunderschönen Sommerwetter hier in Norddeutschland. Leichter Regen, leichter Wind, also alles beim Alten eigentlich. Die paar Sonnentage, das sind eher so die Ausnahme hier oben. Aber auch bei diesem Wetter kann man fliegen. Nicht wirklich zum Fliegen zu gebrauchen. So. Ja, also jetzt suchen wir schon Zuflucht unter der Kofferraumklappe hier, weil irgendwie hat der Wetterbericht das noch nicht so ganz mitgekriegt, dass es trocken sein soll. Nee, hier ist alles nass. Tja. Es kommt von Wolle, den Regenblues spielen. Ja. Das ist hier Kondenswasser, ist das. Eigentlich ist das nur Schwitzwasser vom Angstschwanz. Und jetzt muss ich ihn trocken föhnen, ja. Genau. Nee, ey, was ist denn das hier für ein Wetter? Das ist der norddeutsche Sommer hier. Oh, nee. 30 Grad. Gigantismus. 15 vormittags, 15 nachmittags. Jetzt ist hier Gigantismus angesagt. Oha. Aber gleich wird er vom Regentropfen erwischt hier. Oha! Ja, das wäre übel. Muss wie Jerry durchs Auto fliegen dann. Bleibt da trocken. Wird's gut, bis fliegst du FPV im Zickzack durch den Maschendrahtzaun hier. Das könnte klappen mit dem Ding. Nicht hingehen, Wolle. Mit Schwung und durch. Wo ist er denn? Da ist er. Im Loch im Zaun. Kriegt
Die einzigste Stange, du. Du brauchst nicht vorher klingeln, du kannst so durchfliegen. Willi, da ist das Flugzeug. Achso, jetzt müssen wir erst mal warten, bis er gelandet ist. Flieger dabei ist. Das ist der Michi. Das ist nicht, also das sieht man gar nicht. Doch, dich sieht man auch. Gleich sieht man dich. Achso, nee, jetzt, Moment. Das, ja. Guck mal, da ist Jörn. Da muss ich aber erstmal drauf kommen. Das bin ich. Ein krummer Vogel. Und das ist. Wolle ist weg. Da ist Wolle. Strickgeschäft, die Wolle. Das ist der Platz. Himmel. Der Regen ist weg. Guck mal, wie ich fliegen kann. Oh. Das Wasser drin. Wasser ausgelaufen. Ja. Sein Auslaufmodell. Ja. So ein Flug passiert das nicht. Ja. So, ob ich mit ihm zusammenfliegen kann? Hauptsache, es kommt nicht ins HC3. Nee. Aber schauen wir mal. Siehst du mal die kleine Kamera da? Da ist sie. Ja. Ziemlich schreckhaft hier. Ja. So. Ihr wollt doch jetzt zu zweit fliegen, oder was habe ich gerade hier? Nee, wir filmen jetzt mit Fliegen. Ne? So. Hallo. Gehen. Dann sieht man das auch. Genau. Guck mal, jetzt habe ich alles im Bild hier. Warte mal. Oh, oh, muss abbiegen hier. Oh, halt, Vorsicht, ja. Vorsicht, Antenne. Ah. Ah, alles zu groß hier. So. Genau. Das sieht interessant aus. Ja, finde ich ja. Ah, jetzt bräuchte man noch einen dritten Arm hier irgendwie. Wenn es dann mal aufhört zu regnen, ne? So, da ist der Heli. Jetzt wollen, was wollen wir eigentlich jetzt machen? Reichweitentest, oder? Bild ist vorhanden. Wir haben Bild. Bild, Steuerung, Heli, Jörn. Vier Luftraum. Das ist schon ziemlich scharf. Das glaube ich. Fläche ist ja auch schwer. Ne? Landet die denn auch über FPV? Ja, wobei die draußen Ansager, weil die Telemetrie, die stimmt nicht, die Höhenangabe. Ne? Hm? So, auf dem Monitor dreht er sich langsamer hier. Ja, also ist dann wieder Platz. Kein Regen und kein Wind, das geht ja nun gar nicht, ne? Boah, ein scharfer Wind auf einmal, wa? Ja, Hammer. So, und was sehen wir jetzt? Erstmal gar nichts, doch. Da. Jetzt müssen wir uns irgendwie sehen, ne? Mhm. So, mit leichten Streifen ab und zu mal. Ja, ja gut, der Sender zeigt jetzt in die falsche Richtung sozusagen. Ach, guck mal, da sind wir. Oh, jetzt steht alles Kopf. Am meisten experimentiert hat Harald mit Antennen und sonst Zeug. Ne? Ja. Wir kriegen jetzt hier einfach mal einen kurzen Reichweitentest. Noch ist gut. Noch ist gut, ja, dann fliege ich doch mal ein Stück weiter weg. Jetzt ist eben so ein bisschen jetzt streift er hier ab und zu mal so ein bisschen. Jetzt kann ich auch nur noch das Hecklicht sehen. Ja, finde ich auch. Also ich sehe jetzt gar nichts mehr da hinten. Aber du kommst wieder zurück, ne? Ja? Ja, ja, die Richtung stimmt. Die Richtung stimmt. Oh ja, da ist er ja. Ja. Aber echt schlagartig, ne? Ja. Eben noch voll schön und jetzt. Naja, es ist halt der norddeutsche Sommer hier. Regen oder Wind? Irgendwas ist immer, ne? Sonne und Wärme sieht schlecht aus. Ja. Fliegen wir so bis hinten ans Flugfeld. Ist auch noch was, ne? Ja, das geht auch noch. Da hinten irgendwo ist der Heli. Irgendwo. Ah, da war er kurzzeitig im Bild. Ja, das kleine Schwarze. Jetzt kommt er langsam wieder hier. Jetzt steuere ich mich. Jetzt nur die Zähne hochdrücken. Naja, sagen wir mal, in normaler Reichweite
oder Entfernung. Hau das ja hin mit der Reichweite. Kirmes! Ja. Ah. Das ist der Shaker, ne? Ja, das war der Shaker. Mach mal das Riesenrad. Moment, ich mache jetzt mal den hier. Das ist jetzt die Schiffsschaukel. So, die Schiffsschaukel. Nicht, dass da drin einer bricht. So, jetzt kommt, pass auf, jetzt kommt die Heli-Ernst-Wende. Lieber Ernst. Jo. Und das Riesenrad. Und jetzt ist er gerade aus dem Bild hier. Wo ist er denn? Irgendwie ist gerade alles weg. Nimm mal dem Geräusch nach. Nochmal das Riesenrad. Aber hier das Bild, das flimmert zwar ab und zu mal, aber ansonsten hält das. Geht, ne? Ne? So 25 mm ist das so. Ist ja auch legal in Deutschland, muss man ja dazu sagen. Genau. Und dieser Wind ist illegal, der drückt das Ding immer zurück. So, denn das? Jetzt drückt den nach oben. Junge, Junge! Also ein bisschen seekrank wird man schon. Da bin ich immer gespannt. Das sieht echt wild aus, so. Irgendwas ist verschält. Aber pass auf dich, das ist genau. Die ist So schön Wetterflieger sind wir nicht, ne? Nee. Bei dem Wetterchen, ne? Scheiße. Aber ich stand hier auch schon mal im Schneegestöber. Ja. Das nimmt also ein bisschen den Spaß, ja. Man, gut, es hört ja immer wieder auf. Solange das, dann geht's ja immer noch, ne? Aber das sieht jetzt nicht so aus, als wenn es erstmal wieder aufhört, du. Da hinten, das sieht echt finster aus. Oh, oh ja, Alter, guck mal. Ich habe diesen Schiffspropeller gerade getestet. Ja? Ganz gut. Na gut, zwei Blatt.